Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die historische Forschung weitgehend auf die Untersuchung deutscher Kriegsverbrechen konzentriert, wozu letztlich auch der Mangel an konkreten Unterlagen über Völkerrechtsverletzungen seitens der Alliierten beigetragen haben mag. Aufgabe der Wissenschaft muss es sein, Licht in dieses sicherlich sehr unerfreuliche Kapitel der Zeitgeschichte zu bringen, um festzustellen, in welchen Situationen welche Völkerrechtsverletzungen begangen wurden und so eine Voraussetzung für eine bessere Beachtung der Normen des Kriegsvölkerrechts zu schaffen. Deutsche Kriegsgefangene am Rhein. Ein Hund in der Hundehütte hat es besser gehabt. Der hat eine Hütte, der hat ein Dach über dem Kopf, der hat Stroh. Also wir wurden, ob das nun nötig war oder zwangsläufig, ob es nicht anders ging, wir wurden behandelt wie Tiere. Im März überqueren die Amerikaner den Rhein. 6 Millionen deutsche Soldaten geraten in Kriegsgefangenschaft. An nur einem Tag ergibt sich eine ganze Heeresgruppe mit 300.000 Mann. Für sie ist der Krieg zu Ende. Die Besiegten hoffen auf milde Behandlung. Ich war zunächst froh, dass ich im Westen war, weil wir alle glaubten, wenn schon Gefangenschaft, dann ist es beim Amerikaner günstiger. Insofern bin ich in die Gefangenschaft gegangen, in der Hoffnung, hier eine humane Behandlung erleben zu dürfen. Ich ahnte nicht, wie sehr ich in den nächsten 5 Monaten enttäuscht werden sollte. Nach Monaten werden viele von ihnen an Frankreich übergeben. Zehntausende müssen Minen räumen, eine oft tödliche Mission. Wir hatten ja keine Liebe gesät, weder im Westen noch im Osten. Und wir konnten nicht erwarten, dass die uns also streicheln würden. Die erste Überraschung. Auf der Jagd nach Trophäen filzen manche GIs ihre Gefangenen. Besonders begehrt sind Uhren und Orden. Als erstes musste ich meine Uhr abgeben, wobei mir der Gedanke kam, die reichen Amerikaner nehmen uns die Uhren ab. Das war seltsam, aber immerhin so war es. Die Gefangenen werden auf Lastwagen getrieben. Noch wissen sie nicht, wohin die Reise geht. Ein Transport wird zur Todesfahrt. Wir standen ja ganz dicht. Die fuhren ziemlich rasant. Und dann kam die Fliehkraft in den Kurven. Und dann gingen 30 Personen über Bord und die Hälfte davon war tot. Und wir mussten immer rufen, wenn die Apfelbäume ihre Äste niedrig hatten. Und der vor mir stand, hatte zu spät reagiert, kriegte mit 60 Stundenkilometer den Apfelbaum vor die Stirn, brach zusammen, rutschte dann. Er konnte nicht umfallen, aber sein Kopf lag zwischen meinen Beinen. Er erbrach Blut und der hatte einen Schädelbruch und der war auch erledigt. Um der Masse der Gefangenen Herr zu werden, errichten die Amerikaner provisorische Lager. Vor allem links und rechts des Rheins entstehen fast 20 dieser Camps, die sogenannten Rheinwiesenlager. Einfache Stacheldrahtkäfige auf freiem Feld. 1000 Mann pro Cage bis zu 100.000 pro Lager. Die militärischen Verbände sind weitgehend aufgelöst. Der Einzelne geht in der Menge unter. Die LKWs fuhren also mit der Hinterklappe an den Eingang und dann großes Geschrei und Gebrüll und Knüppelschläge wurden alle runtergetrieben. Und da kam der erste Eindruck, Schlachtvieh. Es ist wie in ein Schlachthaus getrieben zu werden. Es war wirklich schlimm, weil jeder sich duckte und wusste nur, er musste vorwärts rennen. Und ganz schlimm waren die Amputierten dran. Die
zum Teil Prothesen verloren und dann mit den Prothesen geprügelt wurden. Wahllos werden alle, die eine Uniform tragen, in die Lager getrieben. Auch Kinder aus Hitlers letztem Aufgebot. Laverne Keats, Bewacher in Remagen, erinnert sich an die Befürchtungen von damals. Wir hatten uns damals große Sorgen gemacht. Wir hatten vom Volkssturm und dem sogenannten Werwolf gehört. Um unsere Soldaten zu beschützen, haben wir deshalb jeden aufgegriffen und ins Lager gebracht. Die Amerikaner sind auf diese Menge an Gefangenen nicht vorbereitet. Die Zustände zunächst chaotisch. Wir wussten nicht, wohin es ging, was unsere Aufgabe sein sollte. Wir kannten nicht mal unsere Vorgesetzten. Es gab keinerlei Organisation, als wir dort ankamen. Wir hatten auch keine Ausrüstung, keine Unterkünfte für die Gefangenen. Und es war ein kalter April. Es war schlimm. Mancherorts erhalten die erschöpften Gefangenen vorerst keine Verpflegung. Wir kriegten die ersten Tage weder etwas zu trinken noch zu essen. Und ich habe zum ersten Mal erlebt, wie Menschen ihren eigenen Urin tranken. Ich habe auch Gras gegessen, wie viele andere, aber unser Darmsystem ist dafür nicht geeignet. Verzweiflung greift um sich. Auch als es Nahrung und Wasser gibt, reicht es doch nie. Bald kämpft jeder gegen jeden. Der fehlende Schlaf, der ständige Durst, der chronische Hunger brachte eben einen Menschen einfach dazu, sich auf die Ebene eines Tieres zu bewegen. Und das war, ich erinnere mich grauenhaft, als es dann später besser wurde. Und die ersten kamen mit einer Suppe, mit einer heißen Suppe, gingen einige von uns diesen Leuten entgegen, schlugen sie mit der Faust ins Gesicht. Ich habe noch genau in Erinnerung, wie 1942, 1944 russische Kriegsgefangene als Untermenschen dargestellt wurden, die bereit waren, Ratten zu essen. Diese Situation unterschied sich von unserer überhaupt gar nicht. Die Zustände sind nicht vergleichbar. Doch der Hunger ist allgegenwärtig und der Diebstahl auch. Wenn sich jemand was zu Schulden kommen ließ, das war also, wenn er geklaut hatte, kriegte er ein Schild um den Hals. Ich habe meinen Kameraden bestohlen. Und dann war er freiwillig. Konnte jeder auf ihn losknüppeln. Sie sind eingesperrt, abgeschnitten von der Außenwelt. Wer allein ist, ist verloren. Im Kampf ums Überleben bilden sich Schicksalsgemeinschaften. Die Angst vor dem Verhungern lässt viele Schranken fallen. Traumatische Erfahrungen, die die Gefangenen noch heute quälen. Er sprach mich an und sagte: Kollege, empfang für mich Essen mit, ich kann nicht mehr aufstehen, ich bin krank. Und er war auch krank. Ich habe für ihn immer Essen empfangen, nicht? Und die Kameraden, die das ausgaben, gaben mir das auch. Sie glaubten das auch. Es war ja auch so, bis er dann gestorben ist, nicht? Er spuckt immer Blut und so weiter. Und dann habe ich dann doch noch 10 Tage bei ihm geschlafen, was auch nicht gerade gut war und schön war. Ich habe immer noch Essen für ihn empfangen, nicht? Bis ich es doch nicht mehr aushalten konnte, nicht? Und dann bin ich da auch rausgezogen aus dieser Höhle, nicht? Laut Völkerrecht müssen Kriegsgefangene versorgt werden wie die eigene Truppe. Dazu sind die Amerikaner nicht in der Lage. Sie haben 20 Millionen Menschen in Europa zu ernähren. Schon vor Kriegsende wurden die Gefangenen zu entwaffneten feindlichen Truppen degradiert. Das rechtfertigt reduzierte Rationen. Soweit ich weiß, wurde das so beschlossen, weil die deutsche Zivilbevölkerung und die Flüchtlinge so wenig zu essen hatten, dass Eisenhower die deutschen Gefangenen nicht besser als sie ernähren wollte. Er machte sich Sorgen wegen der allgemeinen Ernährungslage im Herbst und Winter 1945. Eine harte Entscheidung, mit der nicht alle GIs einverstanden sind. US-Soldat Martin Brech versucht zu helfen.
Wenn ich Essensrationen, die sogenannten K-Rations, über den Zaun geworfen habe, hat man mir mit Kriegsgericht gedroht, weil ich es immer wieder getan habe. Sie haben mich gewarnt, lass das, du sollst diesen Gefangenen nichts zu essen geben, mehr kriegen sie nicht, aber ich habe es immer wieder getan. Momente der Mitmenschlichkeit, die die Gefangenen zu schätzen wissen. Es war ein schöner, warmer Tag. Und dann stieß mich der amerikanische Posten von hinten mit dem Knie an und schob mir eine Packung konzentrierter Nahrung in die Gesäßtasche. Das werde ich nie vergessen. In dem Moment, wo man als Einzelner an einen Einzelnen herankam, hatte man die Chance, als Mensch respektiert zu werden. In der Masse nicht. Fast 1 Million Kriegsgefangene sind zu monatelangem Ausharren verdammt. Auf den Feldern zwischen Bad Kreuznach und Wesel. Für Hitlers ehemalige Soldaten ist der Krieg zu Ende. Sie wollen nach Hause. Das Warten wird zur Qual. Wie sollte man auf blankem Ackerboden überleben? Man sagt einer, Kamerad, dann nimm das Loch. Das waren Löcher, so 2 Meter lang, 80 Zentimeter breit, 60 Zentimeter tief, frei am Feld. Ohne Decke, ohne alles, nichts. Dann sage ich, was soll ich mit dem Loch? Ja, da ist vor einer Stunde einer rausgestorben. Wenn du es nimmst, sonst nimmt es ein anderer, dann musst du eins graben. Ja, dann haben wir in das Loch reingestellt. Da stehe ich drin. Ja, so, was soll ich jetzt da? Ja, das ist dein Zuhause, das ist dein Bett, das ist dein alles. Um sich vor Kälte, Regen und Sonne zu schützen, graben die Gefangenen mit bloßen Händen oder Dosen Löcher in die Erde. Die Angst, darin zu sterben, ist allgegenwärtig. Da war es warm. Nachts kamen wir der Läuse wegen ja nie zum Schlafen. Aber wenn die Erde feucht war, brachen 5-8 Zentner Erde runter. Und der Mann war hoffnungslos begraben. Wir hätten ihn nie rausholen können. In einigen Lagern befinden sich in abgetrennten Käfigen Hunderte von Frauen. Unter ihnen die Luftwaffenhelferin Charlotte Schütz. Und da hat es so geregnet. Da haben wir unsere Mäntel, da waren wir froh, dass wir hatten unsere Mäntel. Und waren 10 Tage rum, ja, ich muss sagen 10 Tage, da brachten sie Zelte für uns Frauen. Aber die Männer hatten nichts. Das war erbärmlich. Kälte und Regen setzen den Gefangenen zu. Es gibt Fälle von Typhus und Ruhr. Einfache Gruben am Lagerrand dienen als Latrinen. Manchmal werden sie zur Todesfalle. Es sind auch etliche reingefallen, denen wurde nicht geholfen. Die schrien kurz auf und dann waren sie in dem Kot verschwunden. Also das kümmerte sich keiner drum. Vor allem für die Frauen sind diese Zustände demütigend. Das Schlimmste war nachts, wenn man an den Graben musste. Oder man musste wirklich übertags, was haben die Amerikaner gelacht, gehöhnt, gespottet. Das war fürchterlich. Das war grauenvoll.